Hallo und willkommen zur nächsten Episode meiner Analyse eines simplen und extrem primitiven Prospekts, gedacht als Werbung, um den Verkauf vom Islam anzukurbeln, mit Falschaussagen, die schnell nach hinten losgehen, sobald man sie näher untersucht. Wie im vorigen Video angekündigt, geht es hier um mehrere. Anstatt das Verständnis, was Islam ist, die Bedeutung, der Inhalt, Anwendung und naja, das Ergebnis so etwas zu vertiefen, wird dreist etwas verbreitet, was wissentlich falsch ist, um andere zu täuschen, durch eben diese primitive Propaganda. Es ist eine arglistige Täuschung, denn es ist eine Täuschung über Tatsachen, die vorsätzlich erfolgt. Der Täuschende also weiß und will, dass sein Verhalten zu einem Irrtum des Getäuschten führt. Und heute zeige ich, was passiert, wenn unehrliche Islamapologeten mit aller Macht versuchen, etwas in den Koran hineinzupressen oder zu projizieren, naja, und sich dabei bis auf die Knochen blamieren. Und statt über den Islam zu informieren, geht es um Wissenschaft. Naja, was die aber nicht verstehen. Naja, und dann das Gegenteil halt, Wunder. Weil Wissenschaft ist ein Prozess, der Naturphänomene untersucht und Wunder sind ein Vorgang, der eben dieser Natur zu widersprechen scheint. Die beiden Begriffe sind also unvereinbar miteinander und daher abzulehnen, mit leisem Kopfschütteln. Und weil der Islam so schwach ist und der Koran, Mohammed und der Gott des Islam nicht helfen, brauchen verzweifelte Muslime anscheinend solche Prospekte, die diesen Menschen, die nun wirklich arm dran sind, etwas Bestätigung zu geben. Und diesen Teil der Einleitung wiederhole ich jedes Mal, um sicherzustellen, dass es jeder versteht, damit jeder versteht, dass es hier nicht nur um ein bisschen Flunkern geht, sondern Betrug im großen Stil, um zahlende Mitglieder anzuwerben. Und hier und heute, naja, da geht es um das eigentlich am einfachsten zu widerlegende Wunder, eine Behauptung aus dem Koran, nämlich dass Meere voneinander und von Süßwasser getrennt seien. Ist da irgendetwas noch so Geringes dran? Nein, nichts. Es ist halt Bükejismus vom Feinsten. Ein Paradebeispiel, wie etwas reinprojiziert werden soll, was entweder gar nicht da ist oder sogar falsch ist. Und wir haben ja schon mehrere Beispiele davon gehabt. Also, auf der Seite 22 dieser Werbebroschüre, da wird behauptet, dass moderne Wissenschaften im Einklang mit dem Koran seien, der 1000 Jahre alt ist, geschrieben von ignoranten Kameltreibern der arabischen Halbinsel. Ist denn das der Fall? Nein. Guck mal, hier ist ein etwas holpriger Satz, ne? Und das wird einem Gott zugesprochen, der behauptet, es gäbe eine undurchdringliche Barriere zwischen Wassermassen. Im Koran steht zwar, dass es sich um bestimmte Gewässer handelt, hier den beiden Gewässern. Es wird aber, wie ja im Koran üblich, nichts weiter spezifiziert, sodass wir nicht erfahren, welche zwei Gewässer das sind. Es gibt keinerlei Informationen, ob es da sich um zwei Flüsse handelt, wie zum Beispiel Euphrat und Tigris, oder zwei Seen, oder Mittelmeer und Rotes Meer zum Beispiel, die ja bekanntermaßen durch Land getrennt werden. Nee, kriegen wir nicht. Nur, dass es halt, naja, zwischen diesen beiden Gewässern etwas gibt. Aber das haben die, glaube ich, gar nicht gemerkt. Weil wir haben hier einen Widerspruch. Da einerseits beiden Gewässern freier Lauf zugesprochen wird, die einander begegnen, freien Lauf gelassen. Also freien Lauf. Also irgendwie ist das doch ganz klar, ne? Aber andererseits dann aber eine Grenze besteht, die nicht überwunden werden kann. Warum auch immer. Zwischen ihnen steht eine Grenze. Das heißt also, wir haben ihnen freien Lauf gelassen, aber da ist eine Grenze. Hä? Das ist ein kompletter Widerspruch, verstehe ich nicht. Na gut. Wenn man hier an diesem sehr schönen Ort an der Südspitze Südafrikas steht, und ich habe hier tatsächlich mal gestanden, da kann man sehen, wie und wo sich der Indische und der Atlantische Ozean treffen.
Das kann man wirklich wahrnehmen. Und man könnte meinen, es gäbe tatsächlich eine Grenzschicht. Das würde jedenfalls, naja, eine persönliche Meinung eines normalen Menschen so ergeben. In der Wissenschaft gilt die persönliche Meinung aber nichts. Null. Also gehen Wissenschaftler anders vor. Aus "Ich weiß es nicht" wird dann das "Ich sehe mal nach". Und dann wird gearbeitet. Daten werden gesammelt, es wird geforscht, gemessen, analysiert und experimentiert, bis man feststellt, naja, hier wird keiner der Götter benötigt. Wissenschaftler haben also nicht einfach das Gehirn abgeschaltet und gesagt, naja, es gibt eine gottgemachte Grenze, sondern wir haben gelernt, dass Wasser und Luftmassen sehr viele gemeinsame Eigenschaften haben. Und daher hat man dann überprüft, ob an den Grenzschichten es wie bei Wolken aussieht, die sich ja auch auflösen und mit der Umgebungsluft vermischen. Das können wir ja hier sehen. Und siehe da, genau das wurde bestätigt. Als Referenz wird in dieser Broschüre hier ein Buch von Richard Davis vorgebracht. Naja, in dem 1977, also vor 50 Jahren oder was, von Wassermassen die Rede ist, nicht von Ozeanen oder, sondern Wassermassen. Nicht Ozeane, nicht Gewässer, nicht Flüsse, nichts, sondern Wassermassen. Und hier auf Seite 93 finden wir auch das Originaldiagramm, das seit, weiß nicht, seit 40 Jahren oder so in allen Islam-Wunderbehauptungen auftaucht. Leider zeigt dieses aber genau das Gegenteil von dem, was eigentlich von unseren betrügerischen Islam-Apologeten da gewünscht wird. Dass nämlich Wassermassen mit bestimmten Eigenschaften durchaus mehrere hundert Kilometer verfolgt werden können, wo sie in das andere Meer hineinragen, ohne Barriere. Das sieht man ja hier in diesem Diagramm. Auf dem Bild auf Seite 23 ist außerdem nur eine einmalige Situation zu sehen, die einen schnellen Austausch der Wassermassen verhindert, eine Gesteinsbank vor Gibraltar. Wenn man jetzt einen Islamapologeten nach einem weiteren Vorkommen fragt, naja, dann ist dieser aufgeschmissen, da es das einzige Beispiel ist. Tatsächlich ist es auch so, dass, naja, Fische, Schiffe, egal was, alles andere, ohne Probleme vom Atlantik in das Mittelmeer können und umgekehrt. Egal, welches Wasser, also welche Moleküle aus welchem Ozean an welcher Stelle eines Rumpfes haften. Auch ist die dargestellte Situation ein Schnappschuss, abhängig von Ebbe und Flut sowie dem Wellengang, vorherrschende Windrichtung und so weiter. Die Behauptung ist also völlig aus der Luft gegriffen, da sich Wassermassen mit verschiedenen Eigenschaften sehr wohl vermischen, wie das ja auch hier zu sehen ist. Und wenn man versucht, naja, trotzdem versucht, ich habe es ja hier, 2011 war das, ne? Mit Muslimen habe ich versucht, ein vernünftiges Gespräch zu führen, und da ist dann das hier passiert. Naja, damals war YouTube noch so ehrlich zu zeigen, dass man geblockt wurde. Heute ist das ja alles verdeckt, damit Feiglinge sich besser verstecken können. Aber das in meinen Augen wohl beste Beispiel für ein Fehlen jeglicher Mauern oder Grenzen oder Barrieren ist ja ein Schiffsunglück, das 1992 passiert ist, bei dem 29.000 Badeenten entkommen konnten und die über die nächsten 25 Jahre überall auf der Erde an diversen Küsten aufgetaucht sind. Die wussten wohl nichts von den Grenzen des Islamgottes. Im zweiten Teil auf Seite 23 geht es dann gleich weiter mit den unglaublichen Märchen im Koran. Entschuldigung, wissenschaftlich korrekten Märchen, natürlich. Salz. Hier geht es um Salz. Und wieder eine Barriere, eine verbietende Scheidewand. Und wieder geht es um den freien Lauf, und wieder gibt es Schranken und Grenzen. Also doch keinen freien Lauf. Und wieder ist die Information extrem spärlich. Ist das süße Wasser Regen, der im Meer landet, ohne Schranke? Oder eine Flussmündung ohne Schranke? Wir wissen es nicht. Und wieder werden die modernen Wissenschaften bemüht, wieder mit falschen Behauptungen.
Kinders, warum lernt ihr das nicht? Also, leider glauben das viele Muslime. Das ist ja das Problem. Und deswegen mache ich ja diese Videos. Weil wir hatten in der Gin-and-Tonic-Show Apologeten, die tatsächlich genau diesen Quatsch aus diesem Heftchen vorgebracht haben und beleidigt waren, als wir nur gelacht haben. Denn wenn man unten auf Seite 23 nachsieht, findet man dort einen Hinweis auf moderne Wissenschaften. Na klar, wie kann es auch anders sein? Und was sagen die? Naja, dass in Flussmündungen, also dort, wo süßes Regenwasser in das salzige Meer fließt, nicht Brackwasser entsteht, sondern eine Picknacklein Zone. Wenn man englischsprachig ist, erkennt man sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Weil ein Klein, das ist eine Zone, so wie ein Wetterausläufer in der Luft. Es gibt im Wasser halt Schichten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Okay? Ich habe eine 40 Meter Tauchlizenz und kann bestätigen, dass man das tatsächlich spürt. Und ein Tauchgang auf Jamaika sich ganz anders anfühlt wie in Indonesien. Und man auch diese Schichten körperlich tatsächlich spüren kann. Und da gibt es jetzt eine Haloclean mit verschiedenem Salzgehalt, die Chemaclean mit verschiedener Zusammensetzung von Mineralien und so weiter, Thermoclean mit unterschiedlichen Temperaturen und die in der Broschüre erwähnte Picknacklein mit unterschiedlicher Dichte des Wassers. Das hat also null, überhaupt nichts mit dem mehr oder weniger hohen Salzanteil zu tun, weil das na die Haloclean wäre. Die Autoren hier die haben klar versagt. Da ging wohl Eifer vor Bildung. Und das ist dann auch die Erklärung, warum wir dann in der Gin-and-Tonic-Show herzlich gelacht haben, als der Islam-Apologet mit der Picknacklein ankam. Weil uns sofort klar war, dass er nichts wirklich über Ozeanographie wusste, sondern sein Pseudowissen eben aus dieser fehlerbehafteten Werbebroschüre genommen hat. Naja, diese unterschiedlichen Ebenen bleiben ja auch relativ lange erhalten. Also Wassermassen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Nur vermischt sich das Wasser natürlich, wenn es gestört wird oder auch ganz normal in den Grenzregionen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt Süßwasser in ein Glas mit Salzwasser kippe, sieht man ja, da gibt es keine Grenze. Es ist nicht wie zum Beispiel hier mit dem Öl, welches sich sofort absetzt. Man kann also sehr leicht selber feststellen, ob die Behauptung im Koran stimmt. Tut sie nicht. Es ist genau wie mit Wolken, wenn da ein Flugzeug durchfliegt, wodurch dann die wärmere Umgebungsluft die Wassermoleküle aufnimmt und es aussieht wie ein Tunnel. Und hier dann ganz gravierend, wenn da wirklich ein Flugzeug da durchdonnert, das ist Wahnsinn, wie das aussieht. In der Broschüre selber wird dann ja auch gezeigt, wie das Wasser sich langsam mit dem Salzwasser vermischt in diesen verschiedenen Zonen. Denn sonst könnten ja keine Abstufungen gemessen werden. Und das Süßwasser, das würde sich ja hier stauen. Ebenso wie Regenwasser ja dann nie die Wasseroberfläche eines Ozeans berühren könnte. Das Ganze ist also völliger Blödsinn, das, was hier im Koran steht. Und wir wissen auch nicht, also ich kann mir nicht denken, was da tatsächlich gemeint ist. Wie man das irgendwie hinbiegen kann, dass da irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Daher ist es auch völliger Blödsinn, wenn behauptet wird, dass man zwei Wassermassen, die aufeinandertreffen, nicht mit dem Auge unterscheiden könne. Ich habe doch das Bild hier. Naja, das war's denn auch schon mit dem Koran und der wundersamen Barriere. Und schon wieder wird uns eines ganz klar demonstriert. Das, was im Koran steht, stimmt nicht mit der Realität überein. Und das, was in der Realität, also der Wirklichkeit, was da passiert, so wie es wirklich ist, das steht nicht im Koran. Ciao for now, bis zum nächsten Video. Und diesmal über die Tiefen der Meere.